Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem April 2021 an und stellen uns die Frage: Schon gelesen oder suppt es noch? Hat die Rache diesmal zugeschlagen, ja oder nein? Wer ganz neu bei diesem Format dabei ist, der Sub ist der Stapel ungelesene Bücher. Und wir schauen uns jetzt eben zusammen an, welche Bücher sind im letzten Jahr eingezogen und liegen dementsprechend schon ein Jahr auf meinem Sub, sind also ungelesen, beziehungsweise werde ich natürlich auch zu den Büchern, wo ich schon gelesen habe, dann auch ein bisschen was erzählen. Und am Ende des Halbjahres, was dann folgt, also jetzt in dem Fall dann Ende des Jahres, gibt es nochmal zusätzlich einen kleinen Rückblick, wo ich dann eben gucke, habe ich das dann irgendwie aufgeholt? Denn ja, die Bücher landen dann natürlich auf der Want-to-Read-Liste relativ weit oben oder manchmal auch nicht. Aber ja, es ist manchmal, wie es ist. Man will sich ja auch gar nicht ärgern. Es soll ja eher eine Challenge sein. Es soll ja motivieren, dass man eben Bücher nicht zu lange irgendwie auf dem Stapel ungelesener Bücher hat. Und ich habe schon gesehen oder gucke gerade, es waren 20 Bücher, die letztes Jahr im April bei mir eingezogen sind. Und ich habe schon gelinst, dass es wohl eine Rebuy-Bestellung irgendwie gab. Ich hoffe, dass das nur im Zusammenhang mit Geburtstagsgeschenken waren, da zwei liebe Menschen im April auch Geburtstag haben. Ich hoffe, dass nicht so viel ist. Aber ich blende euch wie immer das Video ein. Wir schauen es uns zusammen an. Nicht wundern, ich gucke wieder in diese Richtung, weil hier dann eben mein Rechner ist und das Video abläuft. Und ich bin mega gespannt, wie viele Bücher von den 20 dann noch offen sind. Auch immer wieder faszinierend, wie die Steffi so vor einem Jahr aussah. Ja, die Knochendiebin ist bei mir eingezogen, war irgendwie eine Booktube-Empfehlung. Und ist dann eben, glaube ich, direkt bei dieser Rebuy-Bestellung auch bei mir eingezogen. Habe ich dann auch im letzten Jahr gelesen, ich glaube noch im damaligen Facebook-Leseclub, und habe es aber leider abgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob es an dem Kastensystem lag, was nicht meins war. Es war auch, wie die sich gegenseitig unterhalten haben. Also wir sind hier auch in einer Fantasy-Welt und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube auch die Namen. Das waren irgendwie so ganz komische Ausdrücke. Irgendwie bin ich mit dieser Welt und dem Schreibstil nicht so richtig zurechtgekommen und hab's, also ich glaube auch gar nicht weiter beendet. Ich weiß aber, dass es zwei, drei andere Mitleser toll fanden und gelesen haben. Und da kommt direkt das erste Buch, was nicht gelesen ist, von Daniel, ja, Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann, Kahneman. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf dieses Buch gestoßen bin. Ich fand das aber ein super spannendes Sachbuch. Und das Problem, insofern es ein Problem mit Sachbüchern gibt, ist natürlich immer, ja, dass man ein bisschen in Stimmung für das Thema auch sein muss. Und scheinbar wollte ich mich noch nicht mit schnellem Denken beschäftigen und habe dementsprechend noch nicht zu dem Buch gegriffen. Ja, Sachbücher auf dem Sub ist natürlich immer, ja, das sehe ich immer nicht ganz so streng, aber natürlich ist es noch nicht gelesen und dementsprechend landet es hier bei der Rache. Aber ja, da gibt es auch immer mal wieder Bücher, wo ich denke, ja, das sind keine echten Subbücher, aber ja, ich zähle es mal mit, der Daumen ist schon erhoben. Und dann geht es direkt weiter. Flammenwüste von Akram Elm. Ich sehe es leider auf die Entfernung nicht. War auch irgendwie eine Booktube-Empfehlung und ich glaube, der Autor oder die Autorin, ich bin mir auch gar nicht sicher, was von beiden jetzt dahinter steckt. Ich fand das so toll und wären auch irgendwie in der Wüste unterwegs. Es war Fantasy, es waren Drachen, es klang mega spannend. Es liegt im Regal, ich sehe es direkt vor mir. Ich weiß tatsächlich nicht, warum es noch nicht ja, gelesen ist. Ich bin da selbst so. Ja, ratlos. Ja, leider noch nicht gelesen. Dann A History of Us vom ersten Moment an von Jen DeLuca war ja ein total gehyptes Buch im englischen Booktube und ist dann ja auch ins Deutsche übersetzt worden, habe ich gehört. Ich fand den ersten Teil auch gut, aber mich hat tatsächlich dieses Mittelalter-Festival-Setting nicht so abgeholt. Ich fand es ein bisschen banal. Ich fand die Liebesgeschichte, soweit ich mich erinnere, noch ganz okay. Auch glaube ich, wenn ich irgendein Problem mit der Protagonistin hatte, die ja irgendwie, glaube ich, mit ihrer Nichte zu diesem Festival geht und ich weiß auch nicht. Also es war auch so ein bisschen dieses Rollenspiel, wenn die beiden Charaktere aus der Liebesgeschichte
Ja, also ich habe den ersten Teil gehört, aber nicht weiter. Und dann ist Grisha bei mir eingezogen. Teil 2 und 3 müssten das sein. Habe ich ja letztes Jahr weggesuchtet und habe den, ich habe glaube ich alle als E-Book gelesen und habe dann aber diese wunderschönen Ausgaben von einer lieben Zuschauerin geschenkt bekommen und zugeschickt bekommen. Die stehen auch in meinem Highlight-Regal, haben da einen Ehrenplatz. Ganz, ganz tolle Reihe. Hat mir super gut gefallen. Die Stillen Gefährten von Laura Purcell ist auch gelesen, ist ein Buch aus dem Vesta Verlag. Da sind im letzten Jahr, glaube ich, 3 oder 4 Bücher eingezogen. Und das habe ich auch schon gelesen. Das hatte eigentlich so ein bisschen ein Horrorhaus, ja, so ein Horrorhaus-Eindruck bei mir hinterlassen. Aber es war dann doch etwas anderes als das Cover und der Klappentext so für sich gehalten haben. Ich habe es gerne gelesen. Ich habe jetzt aber auch gar nicht mehr so die Erinnerung, wie das so mit den Gegenständen waren und wie das mit der Protagonistin war. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Es hat leider scheinbar nicht sehr viel Eindruck hinterlassen. Aber ich fand das Cover toll. Es hat, glaube ich, sogar in der ersten Auflage einen goldenen Buchschnitt. Aber gut, ich habe es als E-Book gelesen, da ist es nicht so relevant. Aber toll, dass Festa auch ja anfing, letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr, ein bisschen andere Titel mit aufzunehmen. Ich glaube, auch irgendwas von Joe Hill ist da bei mir eingezogen. Kommt das vielleicht sogar im April oder war das schon im März? Ach, ich kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Dann ist die kleine Duftapotheke bei mir eingezogen. Das war auch ein Buch, was sehr hier rumging als tolles Kinderbuch mit so einem Fantasy-Touch. Und ich mochte das Buch auch gerne. Wir haben hier ja ein junges Mädel, was mit ihrer Familie in so eine alte Villa zieht. Und die Mutter ist Antiquitätensammlerin, sammelt also auch alten Krempel. Und dann tut sich hier irgendwie eine Welt auf mit den Düften, mit den Kräutern und so weiter. Und ich fand das ganz schön. Mir war es in manchen Dingen einfach zu kindlich. Und ich glaube, wenn ich vielleicht 30 Jahre jünger gewesen wäre, wäre das ganz schön gewesen. Aber gelesen. Moonlight Touch habe ich auch gelesen. Habe ich aber, soweit ich mich erinnere, oh, jetzt wird schwierig, habe ich abgebrochen, wenn ich mich jetzt gar nicht täusche. Ich kriege es auf jeden Fall nicht mehr zusammen. Ja, ich glaube, habe ich abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich es beendet habe. Hat mich auch sehr angesprochen gehabt und ich habe da, glaube ich, auch gar nicht so viel gelesen und recht schnell gemerkt, dass das Buch nicht meins war. Ist dann auch ja pausierend sozusagen ausgezogen. Ein bisschen schade, weil mir hier das Cover ganz gut gefiel, auch die Geschichte ganz spannend lang war. Auch ich glaube, so ein bisschen Urban Fantasy, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das Buch habe ich auch relativ schnell, ich weiß gar nicht, ob das dann so. Ja, das Pfingstwochenende war also relativ schnell dann nach dem Einzug angefangen, aber irgendwie war das nicht so ganz meins. Ja, geht da auch, glaube ich, weiter. Also es gibt da, glaube ich, auch einen zweiten und dritten Teil. Zumindest habe ich die auch schon gesehen, aber ja, leider nicht für mich. Dann ist Mr. Parnassus Heim für magisch begabte Kinder bei mir eingezogen von TJ Loon. Habe ich gelesen, habe ich gefeiert. Ich war einer von vielen begeisterten Stimmen, die das zu ihrem Jahreshighlight auch auserkoren haben. Mittlerweile liegt ja schon der neue TJ Klune hier und ich freue mich da schon, den zu lesen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, habe ich es wahrscheinlich schon gelesen und seht es nächste Woche in der Bücherwoche. Ich lese das jetzt so kurz vor Ostern und ich fand das großartig. Ich mochte, dass es eigentlich keine Fantasy ist, auch wenn man natürlich ja so magische Kinder hat, die alle Besonderheiten haben. Ich mochte Linus und auch Mr. Parnassus. Ich fand ja diese ganzen Gruppendynamiken toll. Ich mochte die Veränderungen der Charaktere richtig schön ausgearbeitet. Ich mochte, wie uns diese Welt gezeigt wurde, wie viel Liebe im Detail darin steckte, wie wichtig es ist, dass man tolerant ist, dass man offen ist, dass man zu sich steht, dass man ja Gedanken allerhand, egal welche Art, auch einfach offen aussprechen darf. Und ja, mir hat das großartig gefallen und ich habe das auch wirklich sehr, sehr noch im Herzen und ist für mich definitiv auch ein Reread-Kandidat. Jetzt ja, freue ich mich aber gerade an dem neuen Buch und werde natürlich auch das erstmal lesen, bevor es weitergeht. Das Labyrinth des Fauns war letztes Jahr ein Pick-My-Sub-Buch. Ich weiß gar nicht mehr, ob bei Christine oder den Kingsianern. Von Cornelia Funke und Guillermo del Toro habe ich mit einer lieben Freundin zusammengelesen. Ich hätte auch den Film noch hier, habe den aber noch gar nicht gesehen. Also die Pans Labyrinth. Da gibt es ja ursprünglich den Film von Guillermo del Toro und dann hat Cornelia Funke irgendwie gesagt, sie würde das gerne noch zu einem Buch umschreiben und das haben beide dann in Zusammenarbeit gemacht. Es war poetisch, es war düster, es war
sehr brutal an mancher Stelle, aber ich mochte diese poetische Atmosphäre, diese tolle Sprache, die uns hier in diese Welt mitgenommen hat, die schon hart war, traurig war und ja, aber war richtig toll, war sehr düster und das Böse war auch sehr gut gezeichnet und ich hatte mit dem Buch große Freude und freue mich da auf den Film. Mal gucken, den sollten wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Würde die Steffi da nicht so viel quatschen in der Vergangenheit, wären wir schon beim nächsten Buch. Das da ist Charming Ellen Road. Ach, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich kriege den Titel, glaube ich, nicht mehr zusammen. Es war auf jeden Fall eine Empfehlung oder ein Buchtipp in einem Buch von Adriana, was sie geschrieben hat als Sarah Fischer. Ich komme da nicht mehr drauf. Es war irgendwie eine Freundschaft in Briefen und dann haben wir so eine Geschichte tatsächlich in Briefform und zwar eine Amerikanerin und ein Engländer und das aber schon relativ in der Vergangenheit, ich bin mir gar nicht mehr sicher, Anfang 1900, ich weiß nicht mehr. Und die bestellt sich dann tatsächlich Bücher irgendwie aus Übersee und die haben irgendwie so eine Freundschaft oder was umgekehrt von England in den USA. War eine schöne Geschichte, kommen wir zum Punkt, war eine schöne Geschichte, die mich gut unterhalten hat, die auch so die Zeit gut eingefangen hat und die mir da schon Spaß gemacht hat. Ja, Highland Hope von Charlotte McGregor war der Auftakt einer Reihe rund um ein Bed and Breakfast. Wir sind irgendwo in den Highlands und mir war das, es war für mich nichts. Also ich habe das auch abgebrochen, ich habe das nicht weitergelesen. Ich glaube, es hätte für mich funktioniert, wenn es ein Hörbuch gewesen wäre. Da funktionieren Wohlfühlromane für mich einfach am besten. Hier war es mir einfach zu langweilig, zu langatmig zum Lesen. Also irgendwie war das nicht meins. Ich weiß, ich habe das dann irgendwann im Sommer gelesen, angefangen. Leider konnte mich das nicht so richtig begeistern. Ich habe auch die Reihe nicht weitergelesen. Das müsste der dritte Teil der Alice-Reihe von Christina Henry sein, Dunkelheit im Spiegelland. Es müsste tatsächlich der dritte sein, was dann Kurzgeschichten sind, die rund um diese Alice-Geschichte spielen. Ja, ich glaube, der erste Teil war ja schwarz mit einem Hasen, der zweite war rot mit der Königin und hier haben wir den dritten. Und das ist so, es waren okay Kurzgeschichten. Ich glaube, es war auch eine dabei, die uns atmosphärisch, also uns ist Becky und ich haben das zusammengelesen, die uns auch gut unterhalten hat, die diese Atmosphäre auch eingefangen hat. Aber ich wüsste jetzt tatsächlich gar nicht mehr, was es in den einzelnen Kurzgeschichten irgendwie ging. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das 2, 3, 4 waren. Bin da ein bisschen unschlüssig. Krieg's nicht mehr gedanklich zusammen. Also ich mochte von Christina Henry den ersten Alice-Band sehr. Es ist eine sehr düstere Adaption, beziehungsweise wird die Geschichte im Grunde weitererzählt und gar nicht neu erzählt. Der zweite Teil geht dann schon in eine ganz andere Richtung und hier haben wir Kurzgeschichten, die, ich glaube, auch so die ein oder andere Geschichte einfach weiterführen. Hallo meine süße Maus, möchtest du auch was zur Rache des Subs sagen? Hast du auch einen Sub? Nein, sie hat natürlich keinen Sub, sie ist vorbildlich. Aber sie guckt hier mal und denkt sich, was macht das Frauchen schon wieder? Ja, das zum Thema Alice. Ich mochte ja die Peter Pan-Reihe tatsächlich noch mit auf einem ähnlichen Grad. Der Meerjungfrau konnte ich nicht so viel anfangen und auf Rotkäppchen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Und dann gab es ein Buch, was ich von Mein Wunder bekommen hatte. Das ist so eine Agentur, die eben Bücher, Autoren, Verlage zu Booktubern, Bookstagrammern, Blogger zusammenbringt. Und da habe ich ein Buch zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn du dich hier bewegst, verschwindet irgendwie das Licht. Mensch, was heißt das hier? Und zwar Be Rich. Das war auch so eine Art Workbook, Arbeitsbuch, wo es dann im Grunde auch so ein bisschen darum ging, sich mal Gedanken zu machen, für was steht Reichtum, was kann man da mitnehmen. Es geht nicht nur um den finanziellen Reichtum, sondern Ideen, Kreativität und so weiter. Und ich fand das ein ganz spannendes Buch. Ich habe da auch mir einige Gedanken so mit dazu gemacht, habe auch dieses Workbook dann so ein bisschen bearbeitet und fand das richtig gut, dass man sich einfach mal darüber Gedanken macht, dass eben auch Geld oder Reichtum ein Mindset eben einfach hat. Also, dass man da sich auch Gedanken und hoffentlich immer positive Gedanken dazu macht. Und manchmal vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber für mich hat es gut funktioniert. Ich kann mich ganz gut an dieses Buch und an einige Punkte erinnern und habe es damals, soweit ich weiß, auch auf jeden Fall empfohlen für alle, die eben einfach mal ein Buch dazu auch lesen wollten. Ach ja, Buch Nummer 3 von Christoph Marzi, Lykidas.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie ich über dieses Buch gestolpert bin. Ich glaube, es war in irgendeinem Buch eine Empfehlung zu diesem Buch. Und dann habe ich das bei Tauschticket entdeckt. Und dann war diejenige, die es weggetauscht hat, sozusagen, die hat sogar bei mir in der Umgebung gewohnt und hat es dann einfach vorbeigebracht. Ist natürlich echt ein Wälzer und steht auch im Regal. Ich sehe es auch, ja, mal wieder vor mir. Und es hatte so viele positive Stimmen. Und warum habe ich das noch nicht gelesen? Ach, manchmal weiß ich nicht. Weißt du, das kannst du mir es erklären. Verbringe ich einfach zu viel Zeit mit dir und kuscheln? Ja, das kann natürlich alles sein. Ja, ich rede so mit meinen Katzen. Ja, also es ist Fantasy. Es hat, ich weiß gar nicht, ob es der Auftakt irgendwie einer Reihe ist, aber ja, es ist das dritte Buch, was leider noch ungelesen ist. Dann geht es weiter mit einem Hund vor dem Fernsehen. Garth Stein, Enzo, die Kunst als Mensch zu sein. Ja, so rum ist es. Eine Geschichte, über die ich auch irgendwie gestolpert bin, die ich aber auch noch nicht gelesen habe. Also Buch Nummer 4. Ja, da geht es, ich glaube, die Geschichte wird auch aus der Perspektive eines Hundes erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der zur Familie kommt. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Und der beobachtet eben die Menschen und ja, sagt dann eben auch, was die Kunst sein soll des Lebens. Und dass das ein sehr lebensbejahender Roman sein soll und eine lustige Geschichte. Und ich ja, habe sie noch nicht gelesen. Klingt für mich aber nach einem perfekten Sommerbuch, wenn man einfach mal in irgendeinem faulenzigen Tag im Garten liegt und möglichst die Katzen nicht mit dabei hat. Aber ja, das vierte ungelesene Buch. Ah, dann ging es auch schon weiter mit dem Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Ja, nach der Krischer-Reihe habe ich mit der Reihe weitergemacht. Ich hatte das Lied der Krähen schon mal, als es herauskam, gelesen, glaube ich, war dann aber durchgängig irgendwie verwirrt und habe jetzt einfach mal zum Hörbuch gegriffen und ich weiß, dass ich da auch anfangs ein bisschen verwirrt war, aber dann sehr viel Spaß mit dem Buch hatte und mit der Reihe. Ich weiß aber, dass mir der zweite Band, das Gold der Krähen, definitiv besser gefallen hat und ich da definitiv, ja, das eher für mich das Highlight war. Es ist eben in diesem Grisha-Verse von Leigh Bardugo. Wir treffen hier auf eine Gruppe von ganz speziellen Charakteren, sowohl Grisha als auch Menschen. Und es geht hier um viel Geld, es geht um einen Schatz und wenn der gefunden wird, dann ja, können alle irgendwie glücklich sein und ihres Weges gehen. Aber wir wären nicht bei Leigh Bardugo, wenn es nicht das ein oder andere düstere Geheimnis hätte, wenn nicht dann doch Dinge passieren, die man nicht kommen sehen würde. Und ich mochte den Trupp hier richtig gern. Ich mochte die verschiedenen Perspektiven. Und es war wirklich eine Reihe, die mir großen Spaß gemacht hat. Überhaupt das ganze Krischerverse hat mich im letzten Jahr so gut unterhalten und mir so viel Spaß gebracht. Ich bin sehr gespannt, ja, was die Serie machen wird mit einer zweiten Staffel und ja, wie es dann überhaupt bei der Autorin mal weitergeht. Und ich kann mich direkt, oh, das ist schon das fünfte ungelesene Buch. Tolkiens größte Helden von Bernhard Hennen. Über das Buch bin ich wie so oft gestolpert, wenn ich nach Tolkien suche. Das ist zum Beispiel ein Buch, wo ich für mich zum Beispiel sage, dass es eigentlich nicht auf dem Sub liegt, weil es eben, also es ist natürlich ein Buch, es ist ein Sachbuch, wo eben Bernhard Hennen, ich glaube mit verschiedenen anderen Autoren, das hat er herausgegeben, wo er eben über die verschiedenen Helden spricht in Tolkiens Geschichten. Und natürlich ist es ein Buch und natürlich zählt es auch als Neuzugang, aber das ist natürlich ein Buch, wo ich sage, damit beschäftige ich mich, wenn mir nach Mittelerde ist, wenn ich mal eine andere Perspektive einnehmen möchte. Das ist natürlich immer so, da bin ich immer so zwiegespalten. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche Bücher habt. Aber ja, das fünfte ungelesene Buch. Dann von Janina Kugel, It's Now, Leben, Führen, Arbeiten, wurde auch gelesen. Fand ich super spannend, weil Janina Kugel also auf höchstes Management unterwegs war, hier sehr viel Menschen geführt hat, Menschen weitergebracht hat, jetzt eben auch coacht. Und ich fand ihre Gedanken sehr spannend zum Thema Führung, welche Unterschiede es heute zu früher gibt, wie man Gruppen ja im Grunde auch beobachten muss, um dann herauszufinden, wie man führt, wie man auch Führungskräfte schult. Und das finde ich ja mitunter immer am wichtigsten. Und ich fand das sehr, sehr gut. Ich weiß, ich hatte so zwei, drei Dinge, die mir irgendwie nicht gefallen haben, kriegt das aber auch nicht mehr zusammen. Ich weiß, dass ich es sehr spannend fand und dass ich auch ein oder zwei Vorträge von Janina Kugel mir dann auf YouTube oder Spotify angeschaut, angehört habe.
Und ich da wirklich auch was mitnehmen konnte, einfach auch mal einen anderen Blickwinkel wieder einzunehmen und vielleicht auch sich mal von der anderen Seite irgendwie zu betrachten. Und ja, das fand ich auf jeden Fall dahingehend auch richtig gut. Und das müsste es jetzt gewesen sein. Das waren die 20 Neuzugänge aus dem April 2021. Ja, der Schnitt ist nicht so richtig gut. 5 von 20, oh, ist ja tatsächlich ein Viertel an Büchern, was nicht gelesen ist. Und das Licht hier macht, was es möchte. Ja, was soll ich sagen? Es gibt eigentlich nichts zu sagen, außer dass die 5 Bücher jetzt auf meiner Leseliste landen, beziehungsweise. Ja, ich klammere dieses Tolkien-Buch aus, dementsprechend sind es 4 Bücher. Ja, es läuft irgendwie nicht so gut. Es war ja schon im Februar so, jetzt im April auch wieder so. Vielleicht sollte ich mal schnell vorher gucken, was im Mai so eingezogen ist und schnell mal was weglesen. Aber nein, das ja, passiert ja eher wirklich immer zufällig, wenn man dann kurz vorher zu einem Buch greift. Weil ich definitiv ja ein ja, Lustleser bin. Das klang jetzt gerade irgendwie sehr strange. Also ich greife zu dem, wonach ich gerade Lust habe. Dafür gibt es einen anderen Begriff, auf den ich gerade nicht komme. Aber dafür habe ich ja meine 90 Subbücher, damit immer was da ist, worauf ich gerade Lust habe. Und wie oft kann man in einem Video Lust sagen? Vielleicht habt ihr währenddessen einfach schon mal ein Trinkspiel draus gemacht, aber Trinken ist in dem Fall auch keine Lösung. Ja, 5 von 20. Nicht wirklich gut, aber wie ihr kennt mich, mich belastet das zum Glück nicht so. Ich habe auch kein Problem mit meinem Sub, mit meinen ungelesenen Büchern, weil irgendwann sind sie gelesen. Also das ja, beweist ja dann am Ende auch irgendwann die Zeit. Aber ja, habe ich hier was auf meiner Liste zum Eintragen. Hat natürlich auch was Schönes, dass man sich Bücher einfach in Erinnerung bringt. Vielleicht kennt ihr ja eins der 5 Bücher auch schon und wollt jetzt in den Kommentaren schwärmen. Dann natürlich sehr, sehr gerne. Und ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.